Moin. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und mir ist so einiges passiert in den letzten Jahren. Diejenigen, die sich hier auf dem Kanal rumtreiben, die wissen das. Ja, auf diesem Kanal. Also, ich werde jetzt in letzter Zeit häufiger mal gefragt, na, wie geht's denn dir eigentlich? So, ich muss sagen, nicht gut. Weil wir haben zwar viel geschafft in den letzten Jahren. Das autoritäre System des New Normal etwas auszubremsen. Aber sie sind immer noch so drauf wie ein Bienenschwarm, den man irgendwie geärgert hat. Ja? Sie versuchen weiterhin ihre brutale Agenda voranzutreiben. Sie versuchen uns in Kriege hineinzuziehen, die uns nichts angehen. Ja, jedenfalls nicht direkt. Schon gar nicht sollte man sich da mit Geld involvieren, sondern natürlich mit Diplomatie. Ja, wenn wir was gelernt haben aus den letzten deutschen Kriegen, dann doch, dass wir Diplomaten sein müssen, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen. Tja, das ist so die ganz kurze Zusammenfassung, wie es mir geht, weil ich es sehr traurig finde, dass man immer noch nicht rauskommt mit der Wahrheit in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie weiterhin Regierungspropaganda verbreiten, dass das Geld weiterhin in Richtung der Mächtigen und Reichen fließt, in den größten Krisen, ja, dass es weiterhin also Krisengewinner gibt, die immer schon die Gewinner waren und dass sich niemand um die wirklich Schwachen kümmert. Es gibt keine Solidarität, egal wo man hinschaut. Und die Leute, die das für irgendwas proklamieren, sind interessengesteuerte Marionetten der Eliten, die diese Agenda vorantreiben. Cui bono, also wohin fließt das Geld, gilt immer noch. Und es fließt immer noch in die falsche Richtung. Nicht in die Taschen derer, die es brauchen, sondern in die Taschen derer, die mit maximaler Gier weiterhin Reichtümer anhäufen. Und es steht bei mir außer Frage, dass wir in den nächsten Jahren in einer brutalen Mangelwirtschaft landen werden, weil niemand mehr Lust hat, dieses System zu unterstützen und alles dafür tut, sich in eine ruhige Ecke zu verkrümeln, möglichst wenig zu machen, möglichst wenig zu konsumieren, alle Verträge zu kündigen. Und wo wird das am Ende landen? In einer maximal gespaltenen Gesellschaft, wo man nicht mehr zusammenkommt, wo man kein Interesse mehr hat an gemeinsamen Unternehmungen, wo man sich wegen kleinsten Kleinigkeiten streitet. Und wir sehen es ja jetzt auch schon am Digital Services Act, dass wieder gezielt Meinungen zensiert werden sollen durch Löschung, durch Bestrafung, was auch immer. Also jetzt ist die Zeit, rauszukommen und alles zu sagen, was man zu sagen hat. Denn die Tage sind gezählt, wo man überhaupt noch was sagen darf. Ne? Die Maske war ja bereits ein Symbol für Schnauze halten, für CO2-Rückatmung, für, ja, es war einfach ein Intelligenztest. Ne? So. Und ich kann mich da nur wiederholen mit allem, was ich die letzten fast schon 4 Jahre gesagt habe, ja. Demnächst jedenfalls. So geht es nicht. So kommen wir nicht zu einer menschlichen Gesellschaft. So sichern wir nicht die Menschenrechte. So sichern wir auch nicht das Völkerrecht. So sichern wir es recht nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und der Verfassungsschutz sollte mal die Leute jetzt langsam angehen, die mit ihrem ganzen Tun dafür sorgen, dass diese Ordnung abgeschafft wird. Und das bin nicht ich. Ich bin nicht der Volksverhetzer. Ich bin nicht der Spalter. Ich sage einfach nur meine Meinung als jemand, der mitdenkt.
und der das, was er tut, für ganz normale, gesunde Opposition hält. Für den Spiegel, den man den Regierenden vorzuhalten hat, damit sie mal wissen, wie es hier unten ankommt. Und ich fühle mich da auch gar nicht allein mit dieser Meinung, sondern in einer sehr breit aufgestellten Gemeinschaft, die einfach nur sagt, so nicht. So nicht mit der Ampel und so nicht mit Folgeregierung. Ja, weil das, was die Christdemokraten heute so treiben, hat auch mit christlich sein und Demokratie nichts mehr zu tun. Wenn zum Beispiel ein CDU-Politiker sich hinstellt und die Randale Antifa irgendwie als Demokraten bezeichnet. Das ist doch Blödsinn. Die schwenken die ganze Zeit die Fahnen des Sozialismus und des Anarchismus und die glauben, dass das, was sie tun, sie dahin führt. Aber es ist Extremismus in Reinstkultur. Sie zünden andere Leute Autos an. Das geht alles überhaupt nicht. Und wir müssen jetzt unsere Ordnung wiederherstellen. Wir müssen unsere Rechtsordnung wiederherstellen. Wir müssen die Gesetze einfach mal so anwenden, wie sie gedacht sind. Und nicht biegen und beugen, bis es passt, dass man irgendwelche Leute, deren konservative Ansichten einem nicht passen, endlich in den Knast bringen kann. Ja? Das geht überhaupt nicht. Es muss ein Ende haben. Ich weiß noch nicht mal, ob man konservativ mit rechts übersetzen kann. Ja? In der Mitte der Gesellschaft gibt es viel Konservatismus und das hat einfach mal damit zu tun, das, was wir bislang erreicht haben als Menschheit, zu sichern. Ich darf mal daran erinnern, was jahrtausende lang galt. Gott erschuf Mann und Frau. Tja, und was folgt daraus? Es gibt zwei Geschlechter, nicht wahr? So. Und wenn man jetzt heute, in dieser Zeit, so etwas Banales in Frage stellt, ja, solche jahrtausende alten Wahrheiten, die auch von der Religionsfreiheit im Übrigen gedeckt sind, die natürlich selbstverständlich durchs Christentum auch verbreitet werden. Da wundere ich mich dann doch, dass auch in Berlin ein christlich-demokratischer Bürgermeister diese Schwachsinnsagenda 2030 weiter vorantreibt und da nicht sofort mal seiner Schulsenatorin die Anweisung gibt, wir machen hier keine Agenda 2030. Wir sorgen dafür, dass hier kritische Bürger ausgebildet werden, die nach wie vor eine eigene Meinung haben dürfen, die aufgefordert sind, mitzuhelfen, an einem demokratischen Gemeinwesen zu arbeiten. Und ja, wir alle müssen zusammen jetzt einfach mal den Hintern hochkriegen und alle mal was sagen. Ja. Sich wegducken und sagen, ich will doch nur Party machen, das geht in dieser Gesellschaft nicht mehr. Weil die Konsequenz daraus letztendlich ist, wir landen in einer brutalen Sklaverei. Ich habe in der Vergangenheit schon gesagt, das, was wir hier sehen, das ist die schlimmste Regierung aller Zeiten. Das flog mir sofort um die Ohren und dafür habe ich 60 Tagessätze in der ersten Instanz bekommen, ja, weil das angeblich harmlosen Nationalsozialismus wäre. Diese Leute, die so etwas behaupten, haben einfach gar keine Fantasie, was man mit der Weltbevölkerung noch so alles machen kann. Und die Weltbevölkerung umfasst einfach mal 7 bis 8 Milliarden Menschen. Und wenn man mit denen das macht, was ich sehe, dann ist und bleibt es das größte Verbrechen der Menschheit. Dazu braucht man nur etwas Fantasie. Ja, und das zu behaupten, das ist völlig okay. Weil, wenn man davor warnen möchte, dann muss man es den Menschen zeigen. Genau. So wie die andere Seite im Moment tausenderlei Dinge zeigt, die sie irgendwie toll findet. Ja? Ich werde das gar nicht aufzählen, weil diesen Schwachsinn einfach nur hier zu erwähnen, finde ich schon überflüssig. Weil die Deutungshoheit zu neuen Themen ist immer damit verbunden, dass zum Beispiel Netflix irgendwie neue Filme macht und dann einfach sagt, guck mal, so und so ist es doch, nicht bla bla bla. So hat man uns auch in den vergangenen Jahrzehnten immer gezeigt, Widerstand hat irgendwas zu tun mit Waffengewalt oder so. Nein, Widerstand hat einfach nur etwas zu tun mit Nein sagen.
Einfach nur sagen, ich will das nicht. Und das laut und deutlich zu sagen. Und das überall zu sagen. Und das auch zu diskutieren, was man nicht will. Damit es dann dort ankommt, wo es hingehört. Bei unseren Staatsdienern, falls sie sich noch so empfinden. Man hat ja manchmal das Gefühl, das ist irgendwie ein Familienclan, der sich nur gegenseitig bereichert da oben. Ne? Also, unsere Angestellten, die Angestellten des deutschen Volkes, die sollten jetzt endlich mal das tun, was das deutsche Volk auch möchte, nämlich für Ruhe und Frieden sorgen. Und das tut man nicht durch Zensur, sondern durch einen offenen Diskurs, in dem man alle einlädt. Und das tun die Medien zurzeit auch nicht. Da gebe ich nochmal das Stichwort rein zum Nachschlagen. Transformativer Journalismus, ja. Spooky, spooky, sag ich nur, ja. Das hat nichts mehr zu tun mit Pressekodex, Pressefreiheit, mit offener, freier, eigener Meinung. Das hat nur noch etwas damit zu tun, die Leute hinzubringen zu einem Ziel, nämlich zu dieser regelbasierten Weltordnung, in der Computer dann wahrscheinlich demnächst Urteile fällen. Ne? Und wie die dann so lauten können, das kann man heute schon nachlesen in Aufsätzen, die die KI dann so schreibt. Ne? Wie die zustande kommen, naja, mal ausprobieren, mit welchen Befehlen man welchen Output bekommt und dann kriegt man schon einen kleinen Eindruck, wieso etwas funktionieren könnte, was letztendlich von wenigen Menschen dirigiert werden kann, aber nichts anderes ist als eine weltweite Sklaverei. Und das will ich nicht und deswegen sage ich jetzt noch einmal Nein dazu. Ganz deutlich Nein. Und ich werde es weiterhin demokratisch mit meinen Worten bekämpfen und täglich einmal zu irgendeinem Schwachsinn Nein sagen. Okay? So, und jetzt wisst ihr, wie es mir geht. Es kostet mich unendlich Energie und ich erwarte das auch von jedem anderen, dass er es tut. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, dass alle etwas tun. Für einen offenen Diskurs. Für die Zukunft Deutschlands. Denn ansonsten wird Deutschland keine Zukunft haben. Tschüss. Du Mann an der Maschine, wenn sie dir morgen befehlen, sag Nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch, wenn sie dir morgen befehlen, du Besitzer der Fabrik, du Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden, du Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Hasslieder singen, du Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag Nein. Sag Nein. Sag Nein.